Ja, herzlich willkommen bei Eingeschenkt TV. Wir befinden uns heute in Chemnitz im Archäologiemuseum zum sogenannten Chemnitzer Friedenstag. Und da spreche ich mit dem Herrn Richter. Ich grüße Sie. Ja, schönen guten Abend. Gerald Richter ist mein Name, Bürgerinitiative Aktion C. Aktion C. Und Sie sind der Organisator dieses Friedenstags, der findet, glaube ich, jedes Jahr statt? Er findet jedes Jahr statt. Der Friedenstag ist am 5. März. Das ist der Tag, an dem Chemnitz im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Chemnitz war ja das Rückgrat der Nazi-Rüstungsindustrie. Ja. Und deshalb ist es auch zerstört worden. Und es gab ja viele Tote. Aber die Stadt Chemnitz, ja, ist es gelungen, aus diesem Tag nicht nur den Rückblick zu machen, sondern wirklich einen Friedenstag. Und das sind viele Initiativen, die sich einbringen. Es gibt eine Friedenspreisverleihung, das nicht so sehr ganz namhafte Persönlichkeiten, sondern eher Bürger der Stadt oder des Umfeldes, die sich hier für Frieden eingebracht haben, geehrt werden. Mhm. Und Aktion C hat seit 2011 ein Projekt initiiert mit Kindern und Jugendlichen. Wir sind der Meinung, dass man Frieden also ja so zeitig wie möglich zu lernen versuchen soll. Okay. Und so gibt es Kindergärten, die Streitschlichter ausbilden und dann die weiterentwickelt werden. Aber wir gehen in die Einrichtung, geben dort den Einrichtungen Vlies und Farbe, sodass sie Banner und Plakate gestalten können. Und seit 2013 führen wir Workshops durch, in denen dann etwa 30, 40 Kinder, Jugendliche an 7 Meter langen Bannern malen, die, das garantieren wir, dann zum Chemnitzer Friedenstag im Stadtzentrum am Rathaus und an der Galerie Roter Turm aufgehängt werden. Die haben wir gesehen, direkt vorm Rathaus große, lange Banner, wo verschiedene Symbole, die dann gestaltet worden sind, von entsprechend auch Schülern, Kindern etc. Ja, es ist ein sehr aufwendiges Projekt. Es sind in den Jahren seit 2011 schon etwa 1200 Meter Plakate gemalt worden. Wenn man die aneinander reihen würde, können wir schon das ganze Stadtzentrum umrunden. Okay, auch ein schönes Symbol. Ja. Und allein im letzten Jahr sind 25 von diesen neuen Bannern entstanden. Hätte ich nie gedacht, das ist ja eine wahnsinnige Zahl. An einem Banner wird vielleicht 100 Stunden gearbeitet. Also mit Dachshaarpinsel und Künstlerölfarben. Und es muss ja eine kleine Gruppe sich ja erst auf ein Symbol einigen. Es muss dann umgesetzt werden. Und das ist natürlich ein großer zeitlicher Rahmen. Und da ist in einem Workshop begonnen worden, aber sie sind jetzt in den Winterferien erst fertig entstanden. Und diese Chemnitzer Botschaften, die wollen wir natürlich hier im Außenbereich zeigen. Aber sie waren auch schon in Dresden in der Kreuzkirche. Mhm. Wir waren im letzten Jahr in unserer Partnerstadt Ustin nad Labem. Und wir waren sogar in Prag. In Prag? Okay. Also es geht darum, dass wir diese Botschaften auch in die Welt hinaustragen. Und Chemnitz hat sich ja als Kulturhauptstadt Europas beworben. Und da ist es ein starker Punkt, dass unsere Jugendlichen hier ein eigenes Projekt haben. Wir haben begonnen, dass diese Banner auch abfotografiert werden, dass sie 1:1 auf Folie druckbar sind. Und im Grunde könnte man jetzt das gleiche Banner in Tokio oder in London aufhängen. Es gibt sogar auch ein Banner mit japanischen Schriftzeichen. Okay. Und so über den Daumen gepeilt, wie viele Menschen haben Sie jetzt schon, die jetzt involviert sind? Also Schülern, mit Organisatoren, mit Leuten, die helfen. Was würden Sie sagen, wie viele Menschen hat das schon bewegt, sich aufzumachen, um mitzumachen? Also über die Jahre waren bestimmt schon 1000 Kinder und Jugendliche beteiligt. Es waren ja auch ganze Klassen. Ja, wenn wir mit so einem Workshop in eine Schule gehen, ja, das ist schon wirklich viel. Und es gibt wirklich auch Schüler, die das mehrere Jahre begleitet haben. Und dann sieht man richtig, was, also Sie haben ja auch gesehen, einige sind schon Kunstwerke, wo man nie denkt, dass das ein Schüler 8. Klasse gemalt hat. Ja. Ja. Und heute haben Sie ab 20 Uhr zu einem Vortrag den bekannten Eugen Drewermann. Weshalb laden Sie Eugen Drewermann ein? Ja, er ist natürlich der Friedenskämpfer, also mit seinen 77 Jahren schreibt er ja immer noch.
Wir hatten ihn 2014 zu dem Vortrag Warum Krieg. Und ja, eigentlich, wir wollen ja nicht nur die negative Seite hören, sondern er hat jetzt im letzten Jahr sein Buch veröffentlicht, Vom Krieg zum Frieden. Und das war uns Anlass, also heute nach den Antworten zu fragen. Wir wissen, es gibt nicht die Antwort für den Frieden. Aber eins unserer Banner, die wir gemalt haben oder die gemalt worden sind von Jugendlichen, heißt, es gibt keinen Weg zum Frieden. Frieden ist der Weg. Ja, von Mahatma Gandhi. Ja. Finde ich ganz toll und ich denke, Eugen Drewermann ist ja ein Mensch, der immer wieder bewegt und auch Leute zum Teil zu Tränen rührt. Was schätzen Sie denn, wie viel werden Teilnehmer kommen heute? Wir rechnen mit über 300 Besuchern. Über 300 Besuchern, das wäre ja toll. Das wäre toll. Letzte Frage an Sie. Wenn Sie jetzt so einen Wunsch hätten, würden in die Zukunft reisen, wir würden uns so nach 10 Jahren wieder treffen und würden gemeinsam auf diese 10 Jahre zurückblicken, was wäre aus dem Friedenstag geworden? Was ist da so Ihre Vision? Also meine Vision ist, dass wir diese Chemnitzer Botschaften hinaustragen, dass sie nicht nur in Prag hängen, sondern in allen europäischen Hauptstädten und dass wir in allen Ländern Schulen finden, die in das Projekt einsteigen. Wir bekommen hier vom Sächsischen Textilforschungsinstitut das Fließmaterial in Kilometerlänge. Das können wir also bereitstellen und das Projekt kann an jeder Schule in Europa und weltweit ausgeführt werden. Das wäre mein Wunsch, dass sich auch andere Schulen finden, dass sie ihre Gedanken auf diese Banner bringen und dass wir das Ganze austauschen. Es muss nicht mal in Natur, sondern es kann auch digital übertragen werden und man kann einen Banner überall auf der Welt auch wieder ausdrucken. Toll, wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg und vor allen Dingen heute ein volles Haus zu diesem wundervollen Vortrag und für Ihr Projekt alles, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Dankeschön. Gerne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich sagen, in Chemnitz, meine lieben Freundinnen und Freunde des Friedens, ich muss nicht hoffen, dass Sie eines Tages sich uns anschließen werden. Ich bin ganz sicher, dass Sie nur hier sind, weil Sie fest entschlossen sind, der Barbarei des Krieges in einer archaischen Vergangenheit sich zu verweigern, um eine Zukunft vorzubereiten, die den Namen menschlich allein deswegen verdient, weil sie sich öffnet dem Frieden. Die vielleicht wichtigste Frage, die Sie zum Thema des Vortrags gewählt haben, stellt sich allerdings, was wir denn als Einzelne wirklich tun können und dem Projekt oder der unausweichlichen Verpflichtung zum Frieden erfolgreich dienstbar sein zu können. Es sind nicht nur die unendlichen Mengen an Informationen, die im digitalen Zeitalter auf uns einströmen, und indem sie unseren Horizont grenzenlos erweitern, uns fast bis zum Unendlichen erstickend verkleinern. Wer sind wir schon in Anbetracht der Kettenmeldungen militärischer Katastrophen rund um den Globus alltäglich in den Nachrichten? Mehr noch, man beschwört uns zu glauben, dass wir in einer Demokratie leben und dass wir schon deshalb mit unserer Stimme Einfluss hätten auf das politische Geschehen. Das wusste der Chef der Deutschen Bank 1996 bereits in Davos beim Treffen der wirklichen Herrscher dieser Welt auf zynische Weise klarer auszusagen. Was glauben die denn? Alle 4 Jahre machen sie ein Kreuzchen, um eine Partei zu wählen. Und das soll die Welt entscheiden und die Richtung der Politik bestimmen. In wenigen Sekunden gehen Milliarden von Geldern um den Globus. Und das entscheidet die wirklichen Decisionen derer, die über Fortschritt, Wohlstand, Macht, Einfluss, über die wahre Realität der Wirklichkeit die entscheidende Stimme gewichten und besitzen. Wenn es so steht, sind wir tatsächlich die verwalteten Opfer eines globalisierten Kapitalismus, der an den Außengrenzen beim Zugriff auf möglichst billige Ressourcen und Arbeitssklaven gar nicht anders kann, als Außenpolitik zu militarisieren und Einfluss zu nehmen auf alle uns noch nicht ganz gemäßen Regimes. Dieses lernend
sehend, wissend, kann eigentlich uns nur gefügig machen in Resignation und Enthaltsamkeit oder in aufmuckender, genauso hilfloser, wutähnlichen Rebellion. Tatsächlich ist Ihre Frage schon die Antwort. Was können wir als Einzelne tun? Es gibt drei Gründe, die uns verpflichten, zu sein, was in der Frage steht, wirkliche Einzelne. Denn ich möchte zeigen, dass sobald sie zu Einzelnen werden, das Militär sein Spiel verloren hat, es ist nicht mehr möglich, sie umzuerziehen zur Soldateska. Es gibt zum anderen eine deutliche Pflicht als Einzelne, sich des Denkens zu bemächtigen, autonom zu werden, Verantwortung zu übernehmen und kritisch zu sein dem gegenüber, was man als Ideologie zur Homogenisierung des Bewusstseins im Vorlauf eines jeden Krieges propagandistisch benötigt, die Einwilligung der Massen. Und ein drittes, wir hätten eine moralische Pflicht, den Krieg zu verweigern, weil bereits seine Vorbereitung, weil die Art seiner gesamten Durchführung dem widerstreitet, wofür zu führen man vorgibt. Als erstes, ein Einzelner zu sein. Es war der Existenzphilosoph Søren Kierkegaard, der dies zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat, um 1840 in Kopenhagen, dem Christentum bewusst zu machen, dass die entscheidende Kategorie des Existierens darin liegt, ein Einzelner zu werden, herauszutreten aus der Masse, aus dem Allgemeinen, aus der Bestimmung, so machen es die anderen, aus der Verfügung und der Fügsamkeit, sich anzupassen an das Äußere, sondern selbstbestimmt im Eigenen zu sein. Das ist unendlich viel mehr sogar noch, als im ethischen Sinn, seinem Gewissen zu folgen, entlang der Normen, die in einer bestimmten Gesellschaft verpflichtend gemacht werden. Das Ethische ist nicht das Individuelle, sondern das sittlich-Allgemeine, völlig entsprechend dem, was der Philosoph Hegel vorschlug. Ein sozialisiertes Individuum wird so gebildet. Alle tun ihre Pflicht und alle deswegen, was für alle gilt. So wird man nicht ein Individuum. Kierkegaard meinte, es ist die entscheidende Kategorie des Religiösen. Unbedingt als Individuum einem Absoluten gegenüberzustehen. Eine Synthese von Ewigkeit und Zeitlichkeit, von Freiheit und Notwendigkeit, von Himmel und Erde. Weniger philosophisch ausgedrückt und vielleicht für diejenigen, die bei dem Wort religiös zusammenzucken, leichter zugänglich. Ein jeder von ihnen, die wir hier sind, trägt in sich ein bestimmtes Wort, das nur er zu einem Gedicht ausgestalten kann. Fühlt in sich einen bestimmten Ton, den nur er zur Melodie und zur Symphonie komponieren kann. Trägt in sich einen Inhalt, den nur er der ganzen Welt vermitteln kann. Mit einem jeden von uns ist etwas gemeint, das unvertretbar ist, das in seiner Einmaligkeit gelebt und gehört werden will. Darin ist etwas begriffen, das die gesamte Natur uns nicht mitteilt. Ihr sind wir nicht notwendig. Sie hat uns hervorgebracht, aber sie meint uns nicht als Einzelne, als Überträger der Gene in der Weitergabe des Lebens der Art, aber nicht als Individuen. Die Gesellschaft möchte, dass wir nutzbringend sind und brauchbar für ihre vor allem ökumenischen Zwecke. Also, dass wir schon den Jugendlichen beibringen, es gibt in dieser Welt nichts umsonst, bitte schön, streng dich an. Wir wollen Leistungen sehen von dir und dich nicht als Sozialparasiten sich betätigen lassen. Wo gibt es Räume, in denen wir die Stimme vernehmen, die uns sagt, ich möchte, dass du bist in deiner Einmaligkeit? Es ist die Sprache einzig der Liebe, die so redet. In ihr verstehen wir mit einem Mal alles. Die unbedingte Bedeutung dieses einen Menschen, in dessen Augen wir schauen,
dessen Stimme wir vernehmen, dessen Nähe wir spüren, dessen Wärme wir atmen, in dem wir sind mit unseren eigenen Gefühlen, mit dem wir verschmelzen möchten, Hand in Hand auf dem Wege zur Ewigkeit. Wenn das bedeutet, ein Einzelner zu werden, ist es identisch mit dem Vertrauen in die Macht, die unserer Seele in einer ewigen Lyrik Flügel verleiht und stark genug ist, das Bewusstsein unseres Wertes bedingungslos ohne Vorleistung als unvertauschbaren Wert für uns selber zu realisieren. Ein Geschenk zum Weitergeben. Was macht man aus dieser unvergleichlichen Kostbarkeit, aus dieser Asylstätte der Existenz, die einen Einzelnen umschließt, mit den Händen des Göttlichen, auf den Kasernenhöfen der Welt? Antithetischer kann es nicht sein. Und ich sage das vor allem, weil diejenigen, die bereit wären, Soldaten zu werden oder es schon sind, an dieser Stelle vor sich selber und den Gefahren, die ihnen drohen, bewahrt werden müssen. Es gibt keinen Kasernenhof der Welt, in dem das Individuum nicht mit allen psychologisch vorbereiteten Methoden sich selber entfremdet und umfunktioniert wird. Das Narrativ der Demokratie lautet in der Bundesrepublik Deutschland nach wie vor, dass wir einen Bürger in Uniform hätten. Diese Formel läuft auf eine bewusste Lüge hinaus. Der Bürger ist gebunden an das zivilisierte Zusammenleben. Und es ist eben dabei genau all das verboten, was auf dem Kasernenhof gelernt wird, damit man es exekutiert auf Befehl auf den sogenannten Schlachtfeldern. Das eine ist das Widerspiel des anderen. Die Leute, die aus den Kriegen zurückkehren, für die Älteren von ihnen, die eigenen Väter, wollten keine Kriege führen. Aber sie kehrten zurück mit Erlebnissen, die sie nicht mitteilen konnten, die ihre Frauen nicht verstanden hätten, die man den Kindern nicht erzählen durften. Kein Kind kommt auf diese Welt, um das zu lernen, was man tun soll, weil man Soldat ist. Die Formel dafür lautet Gehorsam. Du hörst nicht länger auf dich selber. Du folgst nicht deinen eigenen Gedanken. Bitte schön, du hast aufzuhören, eigene Gefühle zu haben. Persönliche Emotionalität wäre deine Schwäche. Du musst lernen, hart zu werden, und das bedeutet, an die Kommandostruktur dich zu halten. Und entscheidend jetzt, wenn du geglaubt hast, du wüsstest, was Verantwortung heißt, was gut und böse wäre, erkläre ich, dein Drill-Sergeant, dir, dass du nicht kompetent bist, solche Entscheidungen zu fällen. Was gut und böse auf dem Schlachtfeld ist, entscheidet die befehlsausgebende höhere hierarchische Instanz. Nur die hat den Überblick über das Kampfgeschehen und die sagt dir den Einsatzbefehl und dem musst du gehorchen. Denn genau das hast du beim Fahneid geschworen. 1935, als die allgemeine Wehrpflicht eingeführt wurde in Nazi-Deutschland, war es neben der Rassengesetzgebung der fast gleichauf befindliche, verhängnisvolle Fehler des Christentums bei der großen Konfession in Deutschland, nicht widersprochen zu haben diesem Fahneneid. Ich gelobe unbedingten Gehorsam auf den deutschen Führer Adolf Hitler. Hat man das nicht gelernt in der Apostelgeschichte Kapitel 5, was Petrus sagt zum hohen Priester? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und der Führer kann sein, was er will, er ist kein Gott. Wenn man ihn dahin stilisiert, hat man Götzendienst, aber nicht Menschlichkeit. Diesen Befehl darf man nicht schwören. Und hätte man ihn geschworen, muss man ihn brechen. Das wäre Christentum 1935 gewesen. Das aber gab es nicht. Es gab nicht nur das Schweigen, es gab die Begleitung in die Aufrüstung und das Eintreten
in das Ende des noch nicht zu Ende gekämpften Großen Kriegs von 1914 bis 1918. Für die Nazis war er nicht zu Ende. Man hatte 11:55 aufgehört. Er, der Führer, aber wird bis 11:55 kämpfen. Also musste man den Pfeffersäcken in England beibringen, was deutsche Tugend ist, was wahre Frömmigkeit ist. Selbst in den Kirchen wurde so gepredigt. Gegen das Individuum, gegen die Verwirklichung des Einzelnen, gegen die Persönlichkeit. Was Gehorsam bewirkt, wussten die Chefankläger nach dem Desaster 1947 im Nürnberger Prozess. All die Nazi-Granden hatten für ihre Verbrechen eine einzige Formel: Befehl ist Befehl. Ich musste tun, was ich tat. Ich tat es nicht in eigener Verantwortung. Und die amerikanischen Ankläger sagten ganz zu Recht: Das ist doch eure Schuld. Wie könnt ihr denken, ihr seid unschuldig, nur weil ihr eure eigene Persönlichkeit abgegeben habt, indem ihr die Uniform überstreiftet, um einzutreten in das Walhall der Geschichte? Das Urverbrechen war, die Zuständigkeit eurer Persönlichkeit zu delegieren an die Macht, an das Äußere und aufzuhören, selbst zu leben. Damit habt ihr die ganze Menschlichkeit verraten. Und alles Weitere ist daraus gefolgt. Sehr zu wünschen gewesen wäre, es hätte dieser Kult der Persönlichkeit, diese Definition des Verbrecherischen, Fuß gefasst für alle Zeiten, vor allem für die Amerikaner selber, bei ihrer Ausbildung der US Army und der Special Forces. Was da Gehorsam bedeutet, mögen Sie sehen, wenn Sie die erste halbe Stunde des Films von Stanley Kubrick Full Metal Jacket betrachten. Wie erzieht man normale Jungs, 18, 20-Jährige, dahin, in den Vietnamkrieg zu gehen? Man muss ihnen alles abgewöhnen, was sie bis dahin gehört haben, was ihnen heilig war, was ihnen kostbar schien. Begriffe der Liebe werden derart obszön gegenbesetzt, dass sie nur noch eklig sind. Die Waffen, das Töten, wird sexuell besetzt. Und es gibt dahinter nur eine einzige befehlausgebende Zentrale, den Drill Sergeant. Also, wenn ich euch sage, ihr erobert diesen Hügel und ihr bringt sie alle um, ihr Scheißer, dann werdet ihr das tun. Ich werde euch formen zu Killerprofis. Die Nazis glaubten, dass sie den Rassenstolz der Deutschen adeln könnten zur Grausamkeit des Kriegers. Die amerikanische Psychologie auf dem Kasernenhof ist in gewissem Sinne noch gemeiner. Sie erniedrigt jeden zu einem Haufen Dreck, der erst, wenn er richtig geformt wird, in der Uniform der US Army wieder aufersteht als Mensch. Diese völlige Zerstörung und Entpersonalisierung schafft ein Vakuum, in das man dann die äußeren Befehle zum Töten hineinpumpen kann. Man hat im Grunde nur noch Hüllen, die aussehen wie Menschen, den man aber die Menschlichkeit gestohlen hat. Dass wir da nicht zu viel sagen, erläutere ich an zwei kleinen Beispielen. 1995 zeigte man auf RTL das Gespräch Günther Jauchs mit dem Bomberkommandanten vom 9. August 1945 über Nagasaki, Major Sweeney. Jauch fragte harmlos, was denn 50 Jahre danach in ihm, den damals noch nicht einmal 30-Jährigen, vor sich gegangen sei. Er hat mehr Menschen getötet eigenhändig als jeder andere in der Geschichte der Menschheit. 100.000 Menschen in wenigen Sekunden. Allenfalls sein Staffelkamerad Major Tibitz 3 Tage vorher über Hiroshima hat ein Gleiches vermocht. Was geht in einem Menschen vor sich? Ich selber übrigens als Kind habe noch gelernt, dass die Bomberkommandanten aus lauter Schuldgefühlen entweder ins Kloster gegangen seien, um Buße zu tun, oder dass sie verrückt geworden sind und mussten eingeliefert werden in die Psychiatrie, oder dass sie sich umgebracht hätten. Normal damit zu leben, glaubte niemand damals. Die Wahrheit
war sehr viel einfacher. Alljährlich unter den Flügeln der Enola Gay, so ist die Mutter von Major Tibbets, dem Bombenflugzeug über Hiroshima, trafen sich die National Heroes, betranken sich mit Champagner und versicherten sich, das einzig Richtige getan zu haben. Und so antwortete in jenem Interview auf RTL 1945 Major Sweeney: Was soll das? Befehl ist Befehl. Jeder Soldat der Welt hätte dasselbe getan. Außerdem, der Scheißkrieg war dann ja wohl zu Ende. Der Krieg wäre auch ohne Atombomben zu Ende gewesen, nach über 1 Million Tote im Feuersturm von Tokio. Aber das wollte man nicht wissen. Man wollte die Bomben erproben, für die man so viel Geld ausgegeben hatte. Auch die Zündmechanismen, deshalb 2 Bomben, Implosion und Explosionstechnik, wollte man erproben. Aber wo Major Sweeney recht hat, hat er recht. Jeder Soldat der Welt hätte dasselbe getan. Das stimmt. Nur was ist dann das Militär, wenn es Menschen dahin kommandiert, genau so zu sein, genau so zu handeln, aufzuhören, eine Person zu sein? Plötzlich begreifen sie, was der Drill wirklich macht, die Unsinnigkeit. Das Absurdum ist die bewusste Technik, den Menschen den Geist zwischen den Schläfen abzusaugen. Die Augen geradeaus. Rechts schwenkt Marsch, im Gleichschritt Marsch. Soll heißen, du gehörst dir nicht mehr selber. Was dein Körper macht, ist nichts weiter als marionettenhaft das Abbild des ergangenen Befehls. Du bist wie alle anderen, deshalb Gleichschritt, die Anpassung bis in den Körperrhythmus hinein. Irgendwann wird deine Seele es begreifen. Du hast keine Seele mehr zu haben. Du bist kein Individuum. Du bist nur noch in der Menge, so wie alle anderen, gleichförmig. Deshalb ja trägst du eine Uniform, damit du als Person nicht mehr erkennbar bist. Die Rangabzeichen vielleicht, wenn du dich hochgedient hast in der Pyramide, machen aus dir einen besonderen Rollenträger. Ein Individuum wirst du niemals mehr. Das darfst du nicht sein, denn sonst würdest du dich erinnern. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Könntest du allenfalls, wenn du deine Gefühle noch behieltest, eine Bombe abwerfen über Hiroshima? Könntest du eine ganze Stadt im Feuersturm vernichten? Der britische Royal Air Force Pilot Harold Nash konnte sich das fragen. Die Bombenangriffe der Alliierten auf Nazi-Deutschland gehen heute vollkommen in Ordnung. Niemand mehr darf sie problematisieren. Jörg Friedrich hat die Frage aufgeworfen in seiner historischen Darstellung der Brand, wann man denn anfangen darf, wieder Schuldgefühle zu bekommen, Skrupel zu haben. 1945 zählte, nachdem keine Großstadt mehr in Nazi-Deutschland etwas anderes war, denn ein Trümmerhaufen, die Opfer in den Schuttruinen auf ungefähr 500.000. Das überraschte die Alliierten. Nach dem Einsatz des Dauerbombardements 500.000 Tote nur und ungefähr 50.000 eigene Piloten, die dafür geopfert wurden. Ein Verhältnis wie an der Front von 1 zu 10 hat sich das dann gelohnt. Ist das strategisch sinnvoll, so weiterzumachen? Waren die Fragen der Sieger. Jörg Friedrich aber fragt ganz simpel: Unter den 500.000 Toten waren zuallererst alte Leute, Krüppel, Verwundete, kleine Kinder, Kranke. Die waren die Opfer, die nicht entrinnen konnten der Feuerhölle. Darf man das? Wann fangen die Skrupel an? Wenn es 1 Million Tote gegeben hätte? Oder bei 2 Millionen? Oder 6 Millionen, das ist die magische Zahl, von der wir immer reden, wenn die Schuldgefühle beginnen sollen. Oder brauchen wir 25 Millionen Tote, wie auf der Seite Sowjetrusslands im Zweiten Weltkrieg niedergeschlachtet wurden? Wann beginnen wirklich die Reflexionen über die Opfer?
Harold Nesch war nicht damit einverstanden zu sagen, wenn es Coventry gegeben hat, war Dresden wohl in Ordnung. Er reflektiert, was 1943 im Juli über Hamburg passierte. Admiral Harris hatte damals die Operation Gomorra angekündigt. Die Hansestadt sollte versenkt werden wie in einem biblischen Gericht über das verfluchte kanaanäische Stadtgebilde am Südrand des Toten Meeres. Also Round-the-Clock-Bombing. Am Tage die Amerikaner, bei Nacht die Briten. Wenn die Leute dachten, es sei gerade vorüber, weil die Angriffswelle abdrehte, genau dann sollte die nächste kommen und sie in den Straßen entwischen. Man hatte es geübt, wie man vor allem die Innenstadt aufsprengt mit Bomben, Sprengbomben. Dann die Stabbrandbomben setzt, damit sich in den aufgerissenen Korridoren das Feuer selber zu einem Sturm entfacht und den Sauerstoff in sich hineinsaugt. Diejenigen, die in den Kellern saßen, sollten an Erstickungstod bewusst zu Tode gehen. In einer einzigen Nacht in Hammerbrook über 40.000 Tote. Und das sollte erst der Anfang sein. Operation Gomorra. Harald Nesch findet, dass es nicht richtig ist. Wir sahen da unten ein schwarzes Band liegen, wie von Samt. Und darin eingestickt leuchtende Perlen. Und wir wussten, dass das, was wir da unten anrichten, schlimmer ist als Dantes Inferno. Aber wir sahen ja nur Brände, wir sahen keine Menschen, sonst hätten wir das ja nicht tun können. Soll das wirklich die wichtigste Bedingung der Ausübung der sogenannten Soldaten sein, dass er nicht sehen darf, was er tut? Dafür spreche vieles. Wenn wir heute töten in 10.000 Kilometer Entfernung mit Drohnen, die über Rammstein geführt werden, unter Mitwissen der Deutschen, die davon kaum etwas wissen dürfen, geht uns da scheinbar gar nichts an, weil wir sehen nicht, wie die Morde geschehen, die in Auftrag gegeben werden. Präemptive Notwehr. Wir wissen nicht, ob derjenige, der getötet werden soll, wirklich ein Terrorist ist. Wir töten ihn, weil der CIA Verdachtsmomente in Langley gesammelt hat, die es als wahrscheinlich erscheinen lassen. Und wenn Sie sich mit einem solchen mutmaßlichen Terroristen in einem bestimmten Café zwei-, dreimal treffen, sind Sie mutmaßlich ein Mitterrorist. Also kann man Sie gemeinsam töten. Und die Frauen und Kinder in der Nähe auch. Wie das aussieht, hat ein solcher Drohnenpilot, der 6 Jahre lang tätig war und dann in posttraumatische Störungen abdriftete, selber erzählt. Auf Arte konnten sie es vor einer Weile besichtigen. Er sitzt als Drohnenpilot in der Steuerungsmaschinerie und der Befehl lautet, eine bestimmte Stelle in Afghanistan punktgenau mit der Hellfire-Rakete, wenn sie abgeworfen wird, innerhalb von 10 Sekunden zu vernichten. Das Zielobjekt, die Person, die gemeint ist, geht die Straße entlang und begibt sich in den Innenhof seines Hauses. Und da hervorkommt die Frau mit einem Kind. Und er ist da. Bleib drin, bleib drin, bleib drin. Und man sieht nur noch die Explosion. Kann man damit leben, wenn man das immer wieder macht? Wenn man sieht, was man da macht, dann würde das Gefühl uns bewahren vor dem befohlenen Mord. Es würde rebellieren. Und wir begreifen, dass man die Persönlichkeit spalten muss in Drillgehorsam, indem man keine Gefühle als Korrektiv mehr zulässt. Die Schizophrenie zwischen Bürger und Soldat geht mitten durch unsere Psyche. Sie trennt und zerschneidet, was zusammengehört, damit wir überhaupt Individuen sein können. Die Veräußerlichung ist identisch mit dem Abwürgen sämtlicher entgegenstehenden Gefühle. Nebenbei gesagt ist es deshalb nicht richtig, wenn manche Theoretiker meinen, Krieg entsteht aus den privaten Sadismen vieler, kondensiert sich dann in der Akkumulation eigener, privater Aggressionsgefühle. So entsteht kein Krieg, so entsteht vielleicht ein Amoklauf. So entsteht vielleicht ein krimineller Mord. Das, was wir Krieg nennen, ist die Gleichschaltung vieler, indem man ihnen sämtliche Gefühle unter Drill abgewöhnt. Ein Japaner,
ebenfalls im deutschen Fernsehen vor Jahren sichtbar, erinnerte sich an den Einmarsch der japanischen Armee nach Nanking. 200.000 Zivilisten wurden dabei ermordet. Und er war dabei. Und er weinte, als er es erzählte. Ein alter Mann. Was haben Sie aus mir gemacht? 6 Wochen haben dafür genügt. Da war vor mir eine Frau mit einem kleinen Kind im Arm. Und ich mit dem Bajonett, wie man es mich gelehrt hat, wie durch einen Kürbis. In Tokio jubelten sie über den großen Sieg der kaiserlichen Armee. Aber was haben sie aus mir gemacht? Wann darf das Gefühl wiederkommen? Wann darf man Mensch werden? Sie sind heute Abend hier, um es nicht mit sich machen zu lassen, diese Entmenschlichung in der Präparation zur Fähigkeit, Soldat zu werden. Und was können wir als Einzelne tun? Eine ganze Menge, indem wir Einzelne sind. Es ist identisch mit der Verweigerung. Mit Leuten wie Albert Einstein, Stefan Zweig, Hermann Hesse können Sie keinen Krieg machen. Albert Einstein konnte sagen, wenn ich höre, in Gleichschritt Marsch, bin ich sofort dagegen. Solche brauchen ihr Gehirn ja überhaupt nicht. Die Beine eines Tausendfüßlers wären vollkommen genug. Hermann Hesse konnte den Anspruch des Eigensinns beschwören. Und Stefan Zweig wusste, dass Mitleid keinen Krieg erlauben wird. Nur das Nein dazu. Sie alle wussten das. Aber dann wäre die Möglichkeit, dass wir als Einzelne, als Freundinnen und Freunde, als Väter und Mütter, als Lehrer, als Pasteure, als Redakteure, als Kulturschaffende, als ganz normale Bürger, Frau von der Leyen sagen würden, wir erlauben nicht länger, dass sie ihre Offiziere zur Verführung der Heranwachsenden in die Schulen schicken, indem sie dort erklären, den 16-jährigen Jungen und Mädchen, es sei Soldat sein, ein ganz bürgerlicher Beruf, genauso wie man Metzger wird oder Schreiner wird, so lernt man auch das Töten von Menschen. Schweine oder Menschen ist alles dasselbe scheinbar. Mit Aufstiegschancen, mit geregelter Freizeit, mit Karriereerwartung. Helmut Schmidt konnte noch sagen, Soldat sein ist kein Beruf. Er fügte hinzu, es ist eine Pflicht. Darüber müssten wir mit ihm dringend diskutieren und werden wir noch, weil er gerne Immanuel Kant zitierte. Beruf kann Soldat sein niemals sein. Heute haben wir das, was Soldaten dem Namen nach sind. Gedungene, bezahlte, trainierte Mörder von Menschen zum Geld verdienen. Für passenden Sold. Das klingt verfassungsfeindlich zu sagen, Soldaten sind Mörder, aber das meinte Karl von Ossietzky, als man ihn ins Konzentrationslager steckte. Das meinte Tucholsky, als er von den großen Schlachthöfen 1914 bis 1918 sprach. Das meinte Erich Maria Remarque 12 Jahre nach dem sogenannten Ersten Weltkrieg. In dem Westen nichts Neues. Wir sind zu wilden Tieren geworden, zu Mördern. Käme von drüben dein eigener Vater, du nimmst die Handgranate und wirfst nach ihm. 6 Wochen Drill. Wenn das möglich war, fügt er noch hinzu, war alles umsonst, was wir jemals von Platon bis Schopenhauer Kultur genannt haben. Vor jedem Postboten von einst, nur weil er die richtigen Epauletten trägt, werden wir alles tun, was er verlangt. Durch jeden Morast werden wir robben. Jeden Menschen werden wir töten. Immer in Angst, geduckt, voller Hass. Das Verbrechen beginnt, indem wir den uns Regierenden erlauben, den Krieg als Option politischen Handelns sich offen zu halten. Wir müssten ihnen klar machen, dass diese Tür geschlossen gehört und dass wir sie da nicht mehr durchlassen, in alle Zukunft nicht. Nicht länger in unserem Namen, nicht länger mit uns. Und die Addition von Einzelnen
hätte viel mehr Macht als die Gleichschaltung aller. Aber dann müssten wir als Lehrer uns weigern, die Offiziere in die Schulen zu lassen, es sei denn, wir würden von der Friedensbewegung gleich die Stunde drauf entsprechende Leute einladen, damit in der Demokratie, die wir ja schützen wollen, ein ehrliches, vernünftiges Gespräch möglich wird. Und nicht die Propaganda. Und nicht die Propaganda, die wir weit jetzt sehen bei der Rekrutierung von immer mehr Soldaten, die langsam der Bundeswehr auszugehen scheinen. Wenn wir dies festhalten, was können Einzelne tun gegen den Krieg? Einfach, dass sie Einzelne sind und bleiben. Kommen wir gleich zu dem nächsten Punkt der intellektuellen Kritikfähigkeit. Ein wenig resigniert konnte Max Scheler um 1910 einmal sagen, die Masse ist nicht Philosoph. Und er meinte damit, auch der Zeitungsleser wird eingeduselt in der Propaganda der Mainstream-Medien. Zweifellos ist da etwas dran. Bis 1989 in der Bundesrepublik West hatten wir die Vorstellung, dass seit 1955 die Bundeswehr nur aufgebaut würde zur Abschreckung. Das war ein moralisches Splitting. Damals, ich entsinne mich genau, gingen Millionen auf die Straße, um gegen Adenauer die Wiederaufrüstung Deutschlands zu verweigern. 3 Jahre vorher bereits waren wir so weit in der sogenannten europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Die Amerikaner machten Druck, um Westdeutschland als Glacis im Aufmarsch gegen die DDR und gegen den Sowjetblock in ihre Funktion zu bringen. Und Millionen sagten damals, wir haben unsere Knochen nicht dafür hingehalten, damit wir wenige Jahre später wieder in denselben Morast hinein müssen und unsere Kinder sogar wieder. Irgendwann muss Schluss sein, es langt. Dagegen hatte man das moralische Splitting. Wir werden Soldaten, um niemals tun zu müssen, was Soldaten tun. Wir müssen nämlich abschrecken, derart, dass wir nie angegriffen werden. Also, wenn wir Atomwaffen haben, biologische Waffen, chemische Waffen, wenn wir Sprenggranaten haben, wenn wir alles haben, was dazugehört, so schrecklich, dass es ein Drohpotenzial aufbaut, das jeden denkbaren Feind abhält, eine Invasion zu starten, dann sind wir Soldaten und verhindern gleichzeitig, tun zu müssen, was Soldaten tun. Wir lernen alles nur, um es nie anzuwenden. Mit diesem moralischen Splitting der Unschuld gab man sich 1955 in die Wiederaufrüstung der Bundesrepublik West. Es war damals die Barmer Synode evangelischerseits, die sagen konnte, wer A sagt, muss auch B sagen und wehe den Leichtfertigen. Man sagte, wer sich einmal dafür entscheidet, Soldat zu sein, wird genau das lernen. Er wird unter Gehorsam und im Extremfall exakt das tun, was man von ihm verlangt. Es ist dann zu spät, sich zu verweigern. Da ist der Druck der Kameradschaft. Da ist das Überlebensinteresse. Da ist der Chorgeist des Zusammenhalts, die Verpflichtung der nationalen Treue. Das alles eingebläute ideologische Material wird automatisch abgespult werden. Man kann nur Ja oder Nein sagen, aber nicht Jein. In wir tun, damit wir nicht tun. Wie kann man denn drohen, wenn man sich nicht willens macht, im Ernstfall das Angedrohte auch zu verwirklichen? Die moralische Bereitschaft zum Atomkrieg war die Bedingung, drohen zu können. Und so ging die Fantasie in die Führbarkeit des Atomkriegs. Der Dritte Weltkrieg konnte, sollte beginnen mit je nach Winddrehung. 100 Millionen Tote, 200 Millionen Toten. Die Ouvertüre. Die Leute, die uns regierten, waren von der Art. Harry Truman, 1952, rechnete im Tagebuch sich durch. Wie viele Bomben braucht man, um die kommunistische Hydra zu enthaupten? 3 für Petersburg, 4 für Moskau, 5 für Magnitogorsk und so weiter. Und die Bomben haben wir. Wenn wir sie richtig platzieren, sind wir die Sieger. Der deutschen Bevölkerung hat man nie erklärt, dass der Kalte Krieg immer dicht dabei war, sich bis zum Heißen zu steigern. Und wieder wäre es die Verbindung von Gefühl und Vorstellung, die in den Protest geht,
die Selbstverständlichkeit des Massenmords als militärisch-politische Vernunft zu akzeptieren. Es gibt im Kalten Krieg einen Film, Angriffsziel Moskau heißt er. Film historisch unbedeutend, aber der kommenden Szene wegen sehr wichtig. Eine Staffel des American Strategic Air Command ist aus dem Ruder gegangen. Sie wird Moskau angreifen, hat alle Außenkontakte abgeschaltet zu haben, ist also unerreichbar zur Korrektur. Moskau wird vernichtet werden. In dieser Situation versucht der amerikanische Präsident, den russischen Präsidenten anzurufen und ihn zu beschwören, zu glauben, dies sei nicht der Beginn eines geplanten Kriegs, das sei ein Irrtum. Er solle um Gottes Willen nicht zurückschlagen mit eigenen atomaren Mitteln. Er solle den Weltkrieg verhindern, das sei nur ein Irrtum. Aber in diesem Gespräch fleht förmlich der amerikanische Präsident seinen Dolmetscher an. Sie dürfen jetzt nicht nur übersetzen, was er sagt. Sie müssen seine Gefühle mit übersetzen, wie er es sagt. Ist er verbittert, hasserfüllt, zornig, traurig, resigniert, verzweifelt? Übersetzen Sie die Gefühle mit. An der Stelle lernen wir, dass die entscheidende Alternative zum Krieg darin liegt, dass wir beginnen, uns besser zu verstehen. Es ist nicht wahr, dass wir Kriege führen müssten im Erbe der Tiere, die als Schimpansen mitunter auch schon einander totschlagen können. Nur, dass wir es systematisiert haben, indem wir planvolle, strategische Überlegungen mit den Affekthandlungen in Verbindung setzen. Die Wahrheit ist, wir sind zu Menschen geworden durch die Sprache. Mag sein, wir haben sie ein paar hunderttausend Jahre später erst entwickelt als den Gebrauch der Keule. Aber die Keule ist nicht das Menschliche. Das Sprachvermögen, sicher schon auf der Höhe des Neandertalers, ist das, was uns als Menschen auszeichnet und die einzige Alternativhandlung zur Gewalt. Wir können aufeinander hören, die Gefühle des anderen achten, seine Interessen miteinander vergleichen und sprechen lernen, dass es der Wahrheit im Wechsel des Dialogs näher kommt. Es wäre die wichtigste Vermeidung des Krieges. Wir brächten uns ein als Individuen und suchten nach der Wahrheit hinter der Ideologie. Die sagt seit 1989, wir brauchen nicht mehr abzuschrecken. Der Kalte Krieg ist vorbei. Und nun hätte man hoffen können, dass der Krieg überhaupt vorbei war. Stattdessen bringt man uns bei, dass der Krieg überhaupt nicht vorbei sein darf, denn wir haben Verantwortung. Das ist das neue Narrativ der Propaganda in den Mainstream-Medien. Selbst Ex-Pastor Gauck als Präsident in Deutschland konnte auf Ischingers Konferenz für Sicherheit in München erklären, dass wir Deutschen das Leiden verlernt haben, dass wir zu genussfreudig geworden sind, dass wir nicht gerne sterben, was aber eingeschlossen ist, damit wir Verantwortung wahrnehmen in Kriegseinsätzen. Zu denen müssen wir uns fügen. Wir haben Verantwortung. Wir kämpfen ganz bestimmt für das Gute. Sonst würden ja nicht wir kämpfen. Nur wir verteidigen das wirklich Gute gegen so viele Schlechte. Also brauchen wir neuerdings Soldaten nicht zur Abschreckung, sondern für den ständigen Ernstfall. Sollten wir an Gauck nicht daran erinnern, dass das Christentum ein anderes meint? Heute stehen wir aus lauter Verantwortung, versteht sich, in 14 verschiedenen Ländern und versuchen wir da Bodenschätze. Nicht die Verteidigung menschlicher Werte, ganz gewiss nicht die Rechte von Frauen. Aber Aufmarsch Glacis bei den hegemonialen Spielen gegen Russland, gegen China, um die Tür zu halten zwischen Indien und China. Und so stecken wir in Gesamtasien. All die Staaten, aus denen die UdSSR sich zurückgezogen hat nach ihrem Zusammenbruch, sind inzwischen die Einflusszonen der NATO. Kirgisistan, Kasachstan, Usbekistan, was sie wollen. Das Baltikum. Georgien inzwischen bei einem NATO-Manöver an der Westgrenze Russlands beteiligt, die Ukraine aufgespalten durch die Farbrevolution,
Die Einflusszonen auszudehnen ist der Sinn dieser scheinbaren Verantwortung. Sie dient unserem Machtstreben und nicht der Menschlichkeit. Und die Werte, die wir verteidigen, sind rein ökonomische, keine sittlichen. Könnten wir beim Lesen der Zeitung unseren Kindern beibringen, kritisch zu werden? Es wäre eigentlich gar nicht schwer, wir müssten nur eins und eins zusammenzählen. Vor etlichen Monaten schrieb eine in gewissem Sinn noch als kritisch einzuschätzende Zeitung, die Süddeutsche, die NATO sorgt sich vor Russland. So wie heute steht, Putin droht mit Super-Atombomben. Satan 2, eine Rakete, Russland. Dagegen muss man was tun. Die Bild-Zeitung weiß, Verantwortung heißt, dagegen aufzustehen. Ein bisschen Denken im Zahlenvergleich käme sofort zu einer anderen Meinung. Russland gibt pro Jahr ungefähr 80 Milliarden in Dollar gerechnet für Rüstung aus. Das ist unverschämt viel. Die Russen könnten ein besseres gebrauchen. Aber God's Own Country, die Vereinigten Staaten von Amerika, geben pro Jahr über 600, jetzt inzwischen 700 Milliarden Dollar für Rüstung aus. Mehr als das Zehnfache. Hinzu kommen über 300 Milliarden der NATO-Staaten. Das ist eine Billion mehr als der ganze Rest der Menschheit, nur für Rüstung. Wer also hat der Grund, sich vor wem zu fürchten? Könnte man es nicht verstehen, dass der Bruch aller Abmachungen 1989 gegenüber Gorbatschow eine tiefe Verunsicherung hinterlassen hat? Es war das letzte Mal, dass wir eine große Chance zum Frieden gehabt hätten. 1989 forderte Michail Gorbatschow den amerikanischen Unterhändler James Baker auf, nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes im Osten genauso die NATO aufzulösen. Es gäbe niemanden mehr, der den anderen bedrohen würde. Mit einem Wort, wir hätten ein entmilitarisiertes Europa. Vom Ural bis zum Atlantik. Stellen Sie sich vor, seit 1989 hätten wir die unglaublichen Summen an Geld investiert zur Lösung der wirklichen Probleme, die in die Kriege der Menschheit immer wieder hineinführen. Soziale Unruhen, Ungerechtigkeit, Arbeitslosigkeit, Krankheiten, Analphabetismus, was Sie wollen, Naturzerstörung an oberster Stelle. Wir könnten enorme Potenziale unseres Wissens, unseres Know-hows transformieren in Friedensarbeit. Wir hätten womöglich einen Wirtschaftsraum von Lissabon bis Vladivostok, Eurasien als ein vereinigter Wirtschaftsraum. Diese im Grunde wunderbare Vision ist paradoxerweise genau das Gefährliche für die Strategen im Pentagon und im Weißen Haus. Es wäre das Ende der amerikanischen Hegemonialansprüche. Das genau ist, was Sicherheitsberater Brzezinski, seitdem er Sicherheitsberater ist, am meisten fürchtet. Einen eurasischen, ökonomisch geschlossenen Raum. Dann wäre die Abhängigkeit von Amerika passé. Dann gäbe es ein Eigengewicht mit einer eigenen Friedensdynamik. Stattdessen versprach man Gorbatschow, wir würden die NATO weiterbehalten, aber um einen wichtigen Preis, sie würde keinen Zentimeter vorrücken. Außenminister Genscher war damals der festen Meinung, nicht einmal die neuen Bundesländer, wenn erst einmal die Sowjetarmee abgezogen werde, sei von der Bundeswehr zu besetzen. Es war alles wirklich so versprochen. Ich habe in Neuruppin erlebt, wie das dann wurde. Das sowjetische ehemalige Bombodrom sollte natürlich sofort von der Bundeswehr genützt werden. Und ich kenne keinen Ort in der Bundesrepublik, wo ringsum in der Neuruppiner Heide nicht überall an den Ortsschildern stand hier kein Bombodrom und nirgend ein Bombodrom. Man wehrte sich dagegen, das Versprechen an Michail Gorbatschow zu brechen. Und es ist das einzige Mal, dass ich gesehen habe, dass dadurch Erfolg zustande kam. Die Bevölkerung am Ort gegen die Bundeswehr. 12 Jahre Widerstand. Kein Bombodrom. Das ist möglich, wenn Sie als Einzelne zusammenstehen. Und wenn Sie der Propaganda nicht glauben, die sagt, die haben ja in Europien lediglich ihre Heide für den Tourismus offenhalten wollen. Das waren Wirtschaftsinteressen. Nein, es waren Friedensinteressen. Man wollte nicht die Umbiegung der Bevölkerung wieder
für den neuen Kalten Krieg. Wie könnte man die Kinder erziehen zum selbstständigen Denken beim Lesen der Zeitung? Wie könnte man die Umfunktionierung des Begriffs Verantwortung zum Kriegsführen vermeiden? Wie könnte man anschließen an die Evidenzen jedes Einzelnen, der den Frieden so selbstverständlich will, wie er ihn auf dem Pausenhof beigebracht kriegt und in der Kindheit schon in der Familie gelernt hat? Die Menschen sind nicht böse. Man kann sie dahin machen. Aber das Schlimmste ist im dritten Teil jetzt die Verwirrung der Begriffe auf der Ebene des Ethischen. Wir sprechen von Gut und Böse. Und wir tun das im Vormarsch und Vorfeld eines jeden Krieges, indem wir uns das Gute zuschreiben und dem Feind da drüben alles Schlechte aufzwingen. Genau gesagt, seit 1950 führen wir Kriege im Grunde ständig gegen Adolf Hitler. Jeder potenzielle Gegner ist Adolf Hitler, das geborene Teufel, die Inkarnation des Satans, die Heimsuchung der Menschheit, das absolut Böse, das völlig unerklärbar Dämonische. Man kann es nur ausrotten. Und das ist das Erste. Wenn Obama spricht, diese verstehen nur die Sprache der Gewalt, er meint dabei die Terroristen. Dann verurteilt sich der so Sprechende selber, alternativlos zum Morden. Man kann die sogenannten Bösen, die keine andere Sprache mehr verstehen, nur noch umbringen. Und je mehr man von ihnen tötet, desto mehr werden rein statistisch die Zahlen der sogenannten Guten vermehrt werden. Nelson Mandela konnte vor vielen Jahren bereits, als er noch gefangen war in Südafrika, erklären, mit jedem getöteten Terroristen entstehen 10 weitere Terroristen. Er meinte dabei vor allem das Vorgehen der Israelis auf Palästinensergebiet nach 1967 besetztes Territorium. Er hatte völlig recht damit. Wir hatten 2001, als die Amerikaner in Afghanistan einmarschierten, ungefähr 1000 Al-Qaida-Militanten, denen man die Attentate auf die Twin Towers anlastete. Heute haben wir nach über 17 Jahren Krieg in Afghanistan vielleicht 10.000 bis 30.000 Terroristen im Islamischen Krieg und in anderen Ablegern von Al-Qaida. Zumindest verdreißigfacht ist die Zahl durch unsere Art der Terrorbekämpfung. Hass sät Hass. Und wenn wir Wind säen, werden wir Sturm ernten. Und wie man es in den Wald hineinruft, so wird es zurückkommen. Wir müssten mit denen wir scheinbar gar nicht reden können, unbedingt reden. Es ist die einzige Alternative zum Krieg. Aber dann müssten wir aufhören, in bipolaren, antinomischen Begriffen die Menschheit einzuteilen. Indem wir das Gute reklamieren und drüben dämonisieren, dass die Bösen auf der drüben Seite bekämpft gehörten. Um 1620 konnte der französische Philosoph Blaise Pascal einmal sagen, merkwürdige Ethik, die endet oder anfängt entlang den Ufern eines Flusslaufes. Du und ich, wir stehen an dieser Uferseite und deshalb sind wir gemeinsame Bürger und ich stehe zu dir friedfertig, kooperativ, zivil. Drüben aber wohnt unser Feind und wenn du da bist, bringe ich dich um. Merkwürdige Ethik, die ihre Grenze an einem Flusslauf findet, dachte Blaise Pascal. Aber genauso muss es sein. Wenn wir Menschen töten, dürfen sie keine Menschen mehr sein. Wir müssen sie zu Ungeziefer, zu Unmenschen, zu Dämonen, zu Bestien, zu Wahnsinnigen, zu zweiten Hitler generieren. Dann ohne Skrupel. Können wir sie töten, müssen wir sie töten, wie in einer Unkrautvernichtungskampagne. Ausrotten. Je mehr, desto besser. Und deswegen die Schrecklichkeit des Krieges. Wir sehen wieder keine Menschen, selbst wenn sie vor uns wären, sind sie die Verkörperung des Bösen. Phil Zimbardo, ein Sozialpsychologe, hat vor ungefähr 20 Jahren einmal darüber nachgedacht, wie diese bipolare Einteilung des Menschen selber böse machen muss. Er stellte nach, eine noch außerhalb des Krieges spielende Szenerie in einem Gefängnis, wo die Guten, die Wächter,
Treffen auf die Bösen, die Inhaftierten. Es war ein reines sozialpsychologisches Experiment. Wenige Regeln waren ausgegeben für die Wachmannschaften und für die Häftlinge. Beide wussten voneinander, dass sie weder gut noch böse sind. Sie sind alle genau dasselbe, aber im Rollenspiel einander antithetisch zugeteilt. Um 10 Uhr war das Licht zu löschen und durfte nicht mehr geredet werden. 24 Stunden war die entsprechende Kleidung der Wachmannschaft der Häftlinge zu tragen. Was auf den Tisch kam, sollte gegessen werden, wie bei kleinen Kindern, und Gewalt wird nicht angewandt. Wenn Sie von Psychologie nicht ganz viel verstehen, könnten Sie eine Wette abschließen, wie nach 14 Tagen dieses Experiment geendet hätte. Alle wären sich um den Hals gefallen, hätten feierlich mit Whisky sich betrunken und im Jahr drauf sich wieder erinnert in einer eigenen Party der Kameradschaft. Phil Zimbardo war Psychologe genug, um vorherzusehen, dass es ganz anders kommen würde. Ein kleines Beispiel: Was auf den Tisch kommt, wird gegessen. Einer der Häftlinge leidet an Galaktoseunverträglichkeit. Er kann den Nachtisch nicht vertragen. Du isst das! Er isst es und er bricht es. Du leckst das wieder auf! Er leckt es wieder auf. Aber alle spüren den Widerstand, haben die Wut auf diesen Fatzken, der ja nicht besser ist als sie, aber der so tut, wie wenn er die Ordnung verkörperte und auf diese Weise durchsetzt. Am zweiten Tage erklärt einer: Sir, ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie in der Kulturgeschichte, ich glaube seit etwa 3000 Jahren, die Verästerung von Fetten in Gestalt der Erfindung von Seifen entwickelt wurde. Ich empfehle, davon Gebrauch zu machen. Mit einem Wort, sie stinken. Am gleichen Abend uriniert das Wachpersonal auf die gefesselt am Boden liegenden Häftlinge und alle versichern sich, das ist keine Gewalt. Am vierten Tag wird das ganze Experiment abgebrochen, weil es zum ersten Mal schwere Verletzungen gibt. Das macht aus Menschen die Einteilung in Gut und Böse. Phil Zimbardo hat auch über Abu Ghraib geschrieben, über die Folterhexe Lindsay England im Irak. Der fragt simpel in seinem Buch Der Lucifer-Effekt, was wir denn glauben, wir haben 20-jährige gutwillige Leute. Unsere Jungs, unsere Mädchen, den man beibringt da drüben, wir wissen es nicht genau, ist ein potenzieller Terrorist. Potenziell heißt, vielleicht weiß er Dinge, die uns, die amerikanischen Bürger, tödlich gefährden. Also musst du aus ihm herausbringen, was er weiß. Wenn er sagt, er weiß nichts, ist es sicher eine Lüge. Du musst ihn zum Quieken bringen. Du musst seine Persönlichkeit brechen. Du musst die Wahrheit wie im Inquisitionsprozess mit Folter erzwingen. Das ist deine Aufgabe, deine Verpflichtung gegenüber God's own country, gegenüber dem Abschaum des Terrors, der Gemeinheit, der Erniedrigung, der Hinterhältigkeit. Du musst sie zwingen zur Wahrheit. Was glauben Sie, dass Menschen machen werden, die man so gedrillt und in Auftrag genommen hat? Sie werden alles machen. Ich enthalte es Ihnen vor, was man alles gemacht hat in Abu Ghraib. Es verschlägt Ihnen die Spucke. Und genau das will Zimbardo erklären. Das sind unsere Kinder, unsere Jungs, auf die wir stolz sein möchten. Und die tun das nicht, weil sie persönlich derangieren, weil sie eine sadistische Triebstruktur hätten. Sie tun das auf Befehl, weil man so von ihnen will, mit einem ganz guten Gewissen, denn wir sind ja die Guten. Noch einmal müssten wir sagen, es ist nicht möglich, ethische Begriffe zu fraktionieren und zu partikularisieren und damit umzuformen in ein Kampfmittel der Propaganda. Gut und Böse sind Begriffe, die gehören der gesamten Menschheit und sie lassen sich nicht parteilich reklamieren, zum Recht behalten. Darin liegt ein Kernwiderspruch jedes Krieges. Erasmus von Rotterdam konnte das sagen um 1520. Wer, wenn es Krieg gibt, wird denn von den kämpfenden Parteien seine Sache für Unrecht halten? Das Paradox besteht, weil man am Verhandlungstisch sich nicht einigen konnte, was rechtens sei, soll jetzt im Krieg, auf dem Schlachtfeld, bei allen Unwägbarkeiten des Nebels, des Gefechts, wie ein Gottesurteil, der Sieg Ausschlag geben über Gut und Böse. Und dann soll der effizienteste Mörder im Besitz der schlimmsten Waffen, weil er siegreich war, im maximalen Töten seiner Gegner,
das Recht besitzen, zu verkünden, dass er als Sieger immer schon Recht gehabt hätte. Paradoxer geht es nicht. Er hat sich dekouvriert als Massenmörder, nichts weiter hat er getan. Er hat im Einsatz mörderischer Mittel alles widerlegt, was der Name Moral verdient. Dieser Widerspruch zwischen der vorgeblichen Zielvergabe des Krieges und den eingesetzten Mitteln ist die Unmöglichkeit, zu dieser Art von Politik und Propaganda jemals Ja zu sagen. Drücken wir es aus mit Mahatma Gandhi. Der Friede kann nie das Ziel eines Krieges sein. Wenn man immer wieder sagen wird, diesen Krieg müssen wir noch führen. Wir müssen leider Libyen zerbomben und Gaddafi beseitigen. Wir müssen leider Syrien zerbomben und Assad vertreiben. Wir müssen leider den Irak dreimal zerbomben, damit Saddam Hussein verschwindet. Wir müssen leider im Jemen Krieg führen, damit die Houthis vertrieben werden. Wir müssen Krieg führen und danach, nach dem letzten Krieg, haben wir den Frieden. So kommt er nie. Mahatma Gandhi meinte völlig richtig, der Friede ist niemals ein Ergebnis. Er ist das Mittel, der Weg. Und wer nicht mit ihm anfängt, kann nicht bei ihm ankommen. Das wäre die Moral, auf die wir pochen sollten. Und dann hätten wir Immanuel Kant im Gespräch nochmal mit Helmut Schmidt. In den Gedanken zum ewigen Frieden schlägt Immanuel Kant vor, dass wir am realistischen Stand der Verhandlungen von 1989 anknüpfen sollten, wenn wir seine Botschaft von vor 200 Jahren wirklich verstünden. Zum Frieden gehört ein einziges: Abrüstung. Denn meint Kant, sobald der eine rüstet, wird der andere, der sich bedroht fühlt, ebenfalls rüsten. Und schon sind wir in dem Problem, dass 1868 nach der Schlacht von Königgrätz zwischen Österreichern und Preußen Bertha von Suttner meinte, dass aus dieser Dialektik so lange kein Entrinnen sei, als wir nicht im System widersprechen. Was der eine hat an Rüstungsmitteln, müssen wir auch haben, nur um gewisse Prozentanteile höher, schlimmer, mörderischer. So dreht die Schraube sich immer wieder ins Unendliche und treibt von einem Krieg in den nächsten. Die einzige Form des Friedens ist die Abrüstung. Und dann könnten wir allerdings mit der Botschaft Jesu ganz wörtlich auf die Politik zu gehen. Sind die Seligpreisungen Jesu, 5. Kapitel bei Matthäus, als der Mann aus Nazareth sagt, ich wage in dieser Welt die Menschen glücklich zu nennen, die es unternehmen, wehrlos zu bleiben. Leider lautet die ökumenische Übersetzung, die demütig sind. Das ist nicht gemeint. Wehrlos ist gemeint. Nur die werden den Frieden schaffen. Und davon redet er im 14. Kapitel bei Johannes, um genau zu sein, als von einem Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Denn die Welt besteht aus Angst. Der eine fürchtet sich vor dem anderen und um sich zu schützen, glaubt er, sich wehren zu müssen, indem er fähig sich macht, den anderen zu töten. Dann ist er die Gefahr scheinbar ein für alle Mal los. Nur sie vermehrt sich, denn der andere wird lernen, gleichermaßen zu verfahren. Und wieder dreht sich die Blutmühle im Kreise. Sein Frieden ist gehalten in den Worten des Anfangs des Lebens Jesu. Auf den Fluren von Bethlehem verkünden es Engel. Herrlichkeit ist Gott in den Himmeln einzig, wenn Frieden ist auf Erden bei Menschen, die Güte glauben können. So eigentlich schließt sich der Kreis. Die Güte glauben können, ist identisch damit, ein Vertrauen zu finden, das uns als Einzelne meint und leben lässt, das uns eins werden lässt als Einzelne mit uns selber und uns untereinander vereinigt in einem Frieden, der die Angst hinter sich lässt, die Bedrohungsszenarien erübrigt. Und dann war es Kants Vorschlag, dass wir Friedensverträge schließen, die alle betreffen, indem alle gemeinsam dem Krieg als Handlungsmöglichkeit der Politik abschwören. Tun wir das nicht, sind wir bei Clausewitz. Jeder Krieg trägt in sich die Tendenz, zum Unendlichen zu schreiten, wenn nicht äußere Faktoren hemmend auf ihn einwirken. Michel Foucault konnte sogar sagen, es steht heute so, dass nicht länger mehr der Krieg,
die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln ist, sondern dass der Staat dessen kundig ist, dass das, was wir Politik nennen, überhaupt nur die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln ist. Der riesige Überhang der Militärindustrie, des militärisch-technischen Komplexes, zeigt die Wahrheit dieses Satzes. Albert Camus konnte sagen, wenn alles, was wir tun, darauf hinausläuft, einen Mord zu begehen, wie ist es dann möglich, sich dem zu entziehen? Heutigen Tag sitzt die Unschuld auf der Anklagebank und muss sich dafür rechtfertigen, nicht genug gemordet zu haben. Meint Herr Gauck das allen Ernstes? Verantwortung heißt bis zum Ende genug gemordet zu haben. Und ist man nicht verantwortlich, wenn man dazu Nein sagt? Wie real das alles sei, konnte in den 90er Jahren Boutros Ghali als Vorsitzender der UNO vorschlagen. Genau das kantianische Programm. Es scheiterte am Widerstand der USA. Sie wollten selber Weltmacht sein. Die Logik der Geschichte aber bestünde darin, dass alle Nationalstaaten abrüsten. Kein einziger Nationalstaat enthält mehr eine Armee. Und delegiert die Verantwortung als Schiedsinstanz bei lokalen, nicht lösbaren Konflikten an eine einzige Stelle, die jenseits aller partikularen Interessen, insbesondere aller ökumenischen und machtstrategischen Hegemonialinteressen, auf den Fall hin, der vorliegt, als unentscheidbar, mit einem Rechtsurteil die Entscheidung trifft. Das wäre heute die UNO. Ganz sicher nicht die Vereinigten Staaten von Amerika als Weltpolizei, ganz sicher nicht die EU als ihr Drillshagen zur Seite. Und wir in Deutschland hätten nötig, Schritt für Schritt die Dinge zu tun, die sich wie von selber ergeben. Schließt Rammstein, es wäre das Ende der Drohnenmorde. Schließt Büchel, es wäre das Ende der nuklearen Weiteraufrüstung der Amerikaner. Westerwelle, damals als Außenminister, wollte als allererstes genau das, keine amerikanischen Atomwaffen mehr auf deutschem Boden. Wäre es nicht wirklich denkbar zu glauben, Deutschland wäre eine souveräne Staatsform und nicht länger die linke oder rechte Hand der Vereinigten Staaten von Amerika? Wir hätten ein Recht, unseren transatlantischen Freunden zu sagen, wir wollen Frieden und nicht weiter den Krieg. Auch nicht für euch, auch nicht für eure Hegemonialinteressen, auch nicht für eure Wirtschaftsinteressen. Wir möchten, dass die Menschen auf diesem Globus lernen, miteinander zu leben. Nur das verdient den Namen Menschlichkeit. So meinte Immanuel Kant. Zum Individuum, sagte er als Inbegriff aller Moralität, sie bestünde darin, dass niemals ein Mensch betrachtet werde als ein Mittel zum Zweck, sondern einzig als Zweck an sich selber. Da wären wir am Anfang. Der Einzelne als er selber. Nicht funktional, instrumentalisierbar zum Soldaten. Niemals ein Instrument zum Töten. Als er selber etwas Heiliges. Vielleicht sollten wir es sagen mit dem ganzen bebenden Zorn der Verzweiflung, um es deutlich zu machen. 1946 lag in Basel auf den Tod der Dichter Wolfgang Borchardt. Er hatte geschrieben, aus seinen eigenen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg, die Geschichte eines Spätheimkehrers Beckmann, der die Welt sieht mit der Gasmaskenbrille des Zweiten Weltkriegs, und nicht mehr weiß, wo er sich halten soll. Er kommt nach Hause, aber es gibt kein Zuhause. Neben ihm steht der liebe Gott als ein alter Mann, den er fragt, was er denn getan hat. Lieber Gott, wer hat dich eigentlich genannt? Lieber Gott, denen es gut geht, die falten die Hände über ihren Bauch und sagen, lieber Gott. Und die Kinder in den Bunkern, die beben und zittern, die beten, lieber Gott, lieber Gott, lieber Gott. Wir haben nach dir geflucht, geschrien, gebetet. In jedem Schützengraben, in jedem Bombentrichter. Aber wann warst du denn lieb, lieber Gott? Als eine brüllende Bombe meine Frau und meine Kinder zerriss. Als 11 Mann aus meinem Stoßtrupp nicht zurückkamen, warst du da lieb, lieber Gott? Du bist ersoffen in der Tinte deiner Theologen. Wir brauchten einen ganz anderen Gott. Einen nervösen, unruhigen, schlaflosen Gott.
sagen wir, einen Gott, der nicht mehr auf den Massenmord setzt als Instrument der Geschichte, sondern auf die Heiligkeit jedes Einzelnen. Aber dann wäre es nötig, um die Zukunft zu gewinnen, dass wir die Vergangenheit verneinen, die in Gestalt des Krieges immer noch kondensiert. Und so schrieb Borchardt als Vermächtnis: Mutter in der Ukraine, Mutter in Deutschland, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst Kinder gebären, Jungen für die Schützengräben, Mädchen für die Spitäler, Mutter in der Ukraine, Mutter in Deutschland, sag nein. Und Mann an der Werkbank, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst statt Wasserleitungen und Kochgeschirren, Handgranaten und Kanonen ziehen. Mann an der Werkbank, sag nein. Und Forscher im Labor, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst für das alte Leben den neuen Tod erfinden. Mann im Labor, sag nein. Und Pfarrer auf der Kanzel, wenn sie wiederkommen und dir sagen, du sollst die Waffen segnen und den Krieg rechtfertigen. Mann auf der Kanzel, sag nein. Denn wenn ihr nicht nein sagt, wird das alles wiederkommen, schlimmer als es jemals war. Eben deshalb sind wir heute Abend hier. Uns gehört die Zukunft, indem wir zum Frieden ja sagen. Er ist die einzige Form, dass die Menschheit überlebt. Er ist die einzige Form, in der der Einzelne sich selber gehört, in dem er seinem Gewissen folgen kann, in dem der Glaube an Gott mehr ist als eine ideologische Formel der Mächtigen, in der jeder Einzelne aufsteht in seiner eigenen Mündigkeit gegen die scheinbar Herrschenden. Sie regieren uns mit Angst. Sie versprechen uns Sicherheit. Sie schützen vermeintlich mit der Soldateska die Außengrenzen. Wir aber könnten ihnen sagen, die einzige Sicherheit besteht darin, die Feindschaft, die wir vermeiden, im anderen zu finden, im Gespräch aufzulösen. Bitte tut das. Es ist kein anderes Wort dafür politisch als Diplomatie. Ein Mann, der davon was verstand, damals in der Ära Brandt im Verhältnis zwischen Deutschland West und Deutschland Ost, meinte Egon Bahr, Diplomatie ist die Fähigkeit, dem anderen die Wahrheiten, die er bestimmt nicht hören will, so zu sagen, dass er sie versteht. Ich hoffe, ein bisschen Diplomatie der Art heute Abend angewandt zu haben. Dankeschön.